So, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Runde Station News hier auf dem Kalli mit dem Bernie. Hallo! Ja, grüßt euch, hallo! Ja, wir haben heute Großes vor, Großes. Wie in der letzten Folge schon besprochen, werde ich mich heute um den H2-Combustor bauen und ja, die Base in die Luft. Ja, Bernie wollte jetzt sich nochmal um die Kühlung kümmern. Der wollte da ein bisschen was umbauen. Das kann er gleich gerne auch erklären. Ich werde ihn dann von außen unterstützen gleich bei dem Umbau. Und ja, magst du vielleicht erzählen, was du vorhast? Ja, gerne. Bei? Also bisher ist es ja so, und das ist ja noch nicht falsch, es funktioniert ja unsere Kühlung, indem wir die kalte Außenluft durch ein Rohr jagen, auf dem Radiatoren sitzen, auf dem Rohr. Die Radiatoren zeigen in unsere Base. Die kalte Außenluft wird also über die Radiatoren in die Base abgelassen. Also vielmehr kühlt unsere Base ab. Die wird nicht abgelassen. Die kühlt unsere Base ab. Aber genau das passiert. Es ist einfach zu kalt und das Knirschen und Krachen kommt daher, dass eben im Rohr diese Außenatmosphäre sofort gefriert aufgrund der Druckverhältnisse und des Phasings und so weiter. Und dadurch kommt dieses Knirschen. Jetzt war mein Gedankengang, wir drehen die ganze Geschichte um und nehmen nicht Außengas, um es eben an die innere Base-Atmosphäre, die Wärme zu entziehen aus der Base, sondern wir machen es genau umgekehrt. Wir nehmen unser Base-Gas, also das, was hier drin ist in der Base, und schicken das durch das Rohr und lassen es durch die kalte Außenatmosphäre abkühlen. Und das aber genauso kontrolliert wie jetzt, nur dürfte dann dieser Effekt mit dem Eis nicht eintreten, weil unsere Raumluft hier hat ja so 24, 25 Grad Maximum. Dadurch, dass die Klimaanlage eben auf 25 Grad gestellt ist, wird immer dann, wenn mehr wie 25 Grad da sind, die Klimaanlage anspringen und dann knirscht es, weil es draußen friert. Und in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr friert, wenn wir die warme Innenluft nehmen, die so schnell nicht gefrieren kann, weil sie ja auch gar nicht die Schadstoffe enthält, die draußen sind. Also wir haben ja nur Sauerstoff, Stickstoff und CO2 hier in der Base. Die frieren so schnell nicht ein, dass dann dieses Geknirsche aufhört. Im Prinzip ist es dasselbe, nur eben ohne Geknirsche. So die Hoffnung. Also ich bin guter Dinge. So die Theorie, ja, genau. Genau, ich bin guter Dinge. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Feintuning machen, was den Durchfluss und so angeht. Müssen wir schauen, wie sich das alles so verhält. Aber das kommt dann. Ja, den Umbau macht dann Bernie gleich. Ich unterstütze dann von außen, weil ich sowieso auch mit dem H2-Combustor dann anfangen wollte. Ich schnapp mir schon mal ein paar Sachen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir brauchen dringend Strom hier. Wir haben nur noch 15%. Aber das liegt auch daran, dass eben diese Klimaanlage jetzt permanent mindestens 200 Watt zieht. Oder beziehungsweise jetzt gerade nicht, weil beide Ventilatoren, nee, sind sie nicht. Also wir verbrauchen einfach sehr viel Strom und unsere Stromquelle hat nicht mehr viel Strom. Daher war auch mein Gedankengang, dass wir doch bitte noch eine zweite stationäre Batterie, dass wir eine stationäre Batterie aufbauen. Die hat ja immerhin 3,6 Megawatt Leistung, die sie speichern kann. Ja. Währenddem diese Nuklearzelle 2,6 oder was hat, 2, irgendwas, 2,4 oder so. Das wäre natürlich toll, weil wir wollen ja sowieso jetzt den Stirling draußen nochmal so richtig auf Tab bringen, dass der uns richtig Strom erzeugt, aber damit er nicht sinnlos verpufft, wäre es schön, noch eine Pufferbatterie zu haben. Also ja, gut, eine stationäre Pufferbatterie zu haben. Gut, Thema ist ja jetzt gerade, unser Strom geht aus. Ich meine, die Kühlung funktioniert, das hört sich nicht geil an. Ja. Der H2-Combustor wird jetzt sowieso, das ist jetzt sowieso gerade nur für einen Testlauf, bevor wir nicht genügend O2 haben, können wir auch eh kein Wasser herstellen. Deswegen die Frage, ob wir vielleicht nicht sogar erst anfangen mit der Geschichte vom Stirling und Puffertanks und so dazwischen. Ja. Weil die Batterie wird gerade nämlich ordentlich leer. Richtig. Okay. Wir haben aber keine unnützen Verbraucher an, also alle Maschinen waren aus. Das, was jetzt Strom zieht, ist das Growlight natürlich. Ja, die Türen sind vernachlässigbar, die paar Logikbausteine hier. Das läppert sich zwar alles, ne? Wir kommen ja gerade auf 500 Watt, wenn die Kühlung an ist. Eben waren wir sogar bei 900 Watt. Okay, also ich baue jetzt mal ein paar isolierte Rohre, wenn wir noch Material haben. Ich hab auch noch welche. Also ja, das wäre nicht das Thema. Ist ja nicht schlimm. Wir können ja erstmal das machen. Wir brauchen noch eine Pumpe. Das ist noch eine wichtig. Pumpe habe ich gebaut. Einen isolierten Tank habe ich am Mann.
Aber keine Okay. Rohre. Nee, ich habe 11 Rohre, die reichen auf jeden Fall. Ich habe nur gar keine Stromkabel mehr, die bräuchte ich nochmal. Ja, genau, ein Elektron, der geht schneller, ja. Dann würde ich sagen, zieh dich mal erst an, ne? Du läufst hier die Ja. ganze Zeit halb nackig durch die Gegend. Im Jogginganzug, im Jumpsuit. Bist doch nicht halb nackt. Also. Noch nicht. Demnächst Du gehen wir sollst mir auch nicht duschen. die ganze Zeit auf den Hintern gucken, du sollst arbeiten. Demnächst gehen wir zusammen duschen. Zusammen? Duschparty! Ich weiß nicht, ob ich mit dir zusammen dusche. Ich möchte, dass du dich rumdrehst, wenn ich mich dusche. Aber ich habe ja meine dreckige Unterhose an, also von daher. Ah yeah, es Geht nimmt ja hier schon nichts. wieder irgendwie so komische Formen an. Lassen wir das lieber. Ja. Ja, du hast angefangen. Ja. Okay. So, bist du ready? Lass mich eben checken, essen, trinken. Komm. Wir sind ja nicht so ewig lang draußen. Ja, genau. Lass mich. Warte, 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 bitte. Ich muss erst mein Hemd zumachen. Muss erst mal meine Hemd. Wo ist denn mein Anzug? Hier. So, Hemd ist zu. Ist alles Filter ist an. angestellt? Ja, Filter ist an. Sauerstoff habe ich. Batterie habe ich. Okay, können wir starten? Ja. Ey. Auf geht's. Dann machen wir die direkt wieder Tür zu, zu, sonst haben genau. wir gleich ganz viel Eis. Okay. Ja, Idee war jetzt, auf diesen Frame da den Tank hinzusetzen. Dieser Frame ist gut. Achso, das siehst du nicht. Warte mal, ich stell mal hin. Ist es dieser Frame hier? Hallo? Ey, was macht denn? Ist es dieser? Ja, genau. So, jetzt müssten wir am besten hinter dem Unisolierten, müssten wir eigentlich am besten Boah. die Pumpe haben. Oh Gott, oh Gott, ich fliege gerade Richtung Todeslust, warum auch immer. Es ist ja manchmal sehr lustig, diese Absprungwinkel, ne? Ja, Ja. und dabei bist du immer am Meckern, dass ich durch die Gegend fliege. Ja, du machst einen Marathon. Okay, ja, So, komm. also. Wo hättest du gerne eine Pumpe? Ich ziehe das jetzt mir mal ab. Dazwischen würde ich sagen. Zu diesem Rohrweg. Muss der eigentlich hier so in der Luft liegen? Oder kann Können wir man ihn den auch auch über noch. den Boden? Ja, also drin können wir es nicht über den Boden machen, aber wir könnten es Nee, hier halt. noch nicht. Ja, genau, noch nicht. Aber hier draußen, weil das würde unser, ja, genau, das würde unsere Kabelwege vereinfachen. Also hier eine Pumpe, vom Aber. Stirling direkt nach unten mit einer Kurve. Warte kurz. Und ist die Lücke, wo die Pumpe hin soll. Du kannst sie jetzt eigentlich da dran setzen. Ja, okay. Denke immer dran, alles pumpt immer nach rechts von Werk aus. Das passt nämlich perfekt jetzt mit Strom. Ja. Der Stirling meckert gerade, ich mach den mal aus. Ist ja klar, der muss ja meckern. So. So, ich habe noch ein paar Kabel, habe ich immerhin noch, damit ich die Pumpe anschließen kann. Ja, ganz geht's nicht nach unten, weil da das Stromkabel ist. Doch, das geht. Das Klar. geht? Oh, Ja. okay, dann mache ich Kannst ja in das der doch. Kurve dran vorbeigehen. Darfst nur nicht gerade durchgehen. Kurve dran. Okay. So. Genau. Genauso. Dann lass mich das So, hier auch Pumpe stelle ich auf abbauen. 10 Liter, also Max. Dann ist das schon mal alles isoliert. Sehr schön. Sieht auch viel besser aus. Sehr gut. Ich möchte auch gerne drinnen das Rohr irgendwie anders verlegt haben. Aber das ist Luxusproblem. Ich Unwichtig. wollte es halt sagen, das ist ein bisschen Ist unwichtig. Luxus. Die Pumpe hier pumpt die ganze Zeit. Was pumpt die? Nix. Der ist doch leer hier, ne? Ist er leer? Schon seit ewig, oder? Hast du die Ja. gerade erst angemacht? Nee. Nee, der ist leer. Schon seit ewig. Das Problem ist, das dauert halt auch Ewigkeiten, bis sie leer ist, ne? Ja. So, Aber so die wollte der sieht ja Bernie auch das haben, hat nicht. er gesagt. Ja, das sieht schon mal ganz nett aus. Ja, genau, auf dem Boden. Und jetzt haben wir hier hinten den Eingang. Jawohl, das ist der Liquid Drain für den Fall das. Und jetzt, So, weil wir jetzt doch hier müssen wir, schon. bevor wir jetzt was machen, wir haben ja jetzt hier nicht besonders viel Temperatur mehr drauf. Ja. Gar nicht. Wir Wir haben nur können noch ja, 0,8 Grad. genau, wir sollten ein bisschen anheizen. Das würde ich mal eben machen. Dann schalten wir Ja, die bitte. Pumpe ein und dann kannst du nämlich passend abstellen, die Pumpe, wenn die Temperatur passt.
Wieso, wann soll die denn passen? Die darf da so hoch sein, wie sie will. Nee, Moment, stopp, stopp mal eben, stopp mal eben. Wir wollten das Gas aus dem nicht isolierten Tank Ja. aufheben in einen isolierten Tank. Ja, aber die Temperatur ist gerade zu kalt. Ja, gut, dann heiz an und wir pumpen den erstmal mit heißem Gas voll. Genau. Also Dann können wir immer noch rumpumpen. Ja. Zieltemperatur wären so, sag mal, 35 Grad. Das schafft Okay. unsere Kühlung ganz locker. Aber wir können halt kühlen. Wir können nicht heizen. Das ist das Problem. Deswegen dürfen wir es nicht zu kalt haben. Wir brauchen doch aber viel mehr Energie in dem Gas, weil wir wollen doch unsere Batterie erstmal wieder aufladen. Die ist noch bei 18%, 10%, 12%. Ja, ich muss ja nur ein bisschen was reinpacken. Ja, schmeiß mal rein, komm, sehen wir dann. Klar, So. der hat jetzt 1800 Grad, aber das sind ja nur 1 Megapascal, das ist ja nix. Okay, geht schon mal hoch. So. Und da kann ich direkt schon mal wieder was Kannst reinschmeißen. nachlegen. Ja. Ne, pass auf, ich würde den mal. Jetzt ist ja schon dieser kritische Punkt vom nicht isolierten schon weg. Wir haben 20 Grad. Mach mal die Pumpe aus und pump mal den Ofen richtig voll. Ja. Nicht da mal richtig, richtig Terror drauf. 40 Megapascal oder 50 und dann pumpen wir die in den. Weil so sauge ich ja immer das gerade noch brennende Gas ab. Das macht ja keinen Sinn. Ja, wir müssen doch erstmal den Tank leer haben. Wir können doch dann immer noch gleich voll aufheizen. Ich hätte jetzt Okay. gesagt, lass uns 30 Grad haben in den anderen Tank pumpen, damit wir es in der Base zur Not wieder runterkühlen können. Wir können es halt nicht heizen in der Base, wenn es zu kalt ist. Nee, das war wirklich Außerdem haben dumm. wir gerade noch ein anderes Problem. Wir haben zu viel Wasserstoff da jetzt drin. Wir können Wasserstoff aktuell nicht Das rausfiltern. ist genau dadurch passiert, weil du den Ofen gerade angeheizt hast und dann schon die Pumpe angemacht hast. Ich habe ja gesagt, lass das erstmal im Ofen verbrennen, da richtig Druck drauf machen. Und wenn das dann verbrannt ist, das Wasserstoff, dann können wir es absaugen in diesen nicht isolierten Tank. Da ist ja der kritische Punkt jetzt schon überschritten. Also wir haben jetzt 22 Grad da drin. Okay, dann lass uns absaugen. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Du saugst doch jetzt wieder. Nee, okay. Es verbrennt im Ofen noch immer. Jetzt so. Ofen hat keinen Volatiles mehr und hat noch ein bisschen Temperatur. Sinkt natürlich drastisch aufgrund der Außentemperatur. Also, du wolltest einfach nur hier warten, oder was? Ah, okay. Ja gut, dann Warten, tun bis wir. Volatiles im Ofen verbrannt sind und dann abpumpen in den nicht isolierten. Und wenn das dann Gut. irgendwie den kritischen Punkt überschritten hat, dass das da drin nicht frieren kann, wir haben jetzt 24 Grad da drin. Das flüssige N2O wird ja durch unseren Drain abgelassen, wenn es dann den Druck erreichen sollte. Ja, nur wir kriegen die Volatiles gerade nicht raus. Ja, die werden irgendwann nochmal entzünden mit Sauerstoff, wenn genug Druck drin ist. So, was macht der Ofen? Ja, zur Not müssen wir Ja. Die werden irgendwann zünden von alleine. Das ist ja Sauerstoffgemisch ist ja da. Der damit Druck rausfiltern. Bei reicht 30 noch nicht. Grad? Nee, der Druck reicht halt noch nicht. Und die Temperatur reicht noch nicht. Ja, aber der wird ja auch nicht heißer. Ich will das Gas doch gleich in den anderen Tank pumpen für unsere Base. Okay. Warum sollen wir jetzt hier 3,47 Megapascal kaltes Gas und da nochmal heiß draufpumpen? Das ist ja Quatsch. Wir brauchen ja was für unsere Base. Der Ofen ist gleich leer. Also gleich, bis dort. Ja, ich denke, wir können einfach auch hinten schon mal anfangen zu pumpen. Da passiert eh nicht mehr viel. 27 Grad ist okay. Warum ist da kein... Du hast das falsche Stromkabel genommen. Schon wieder. Ja, das ist die Energiezufuhr, wo du es angeschlossen hast. Dann jetzt dann kreuzt das sich alles. Das ja, okay. Dann nehme ich das Kabel ab.
Ja, dann müssen wir das Wasserstoff zur Not rausfiltern. Ich kann es nicht ändern. Aber da wird gleich sowieso kein Lachgas mehr drin sein. Dann tauschen wir den Lachgasfilter gegen Wasserstoff aus. Ist aber dann Krampf. Ja, komm, dann kann ich die Pumpe hier hoch ganz stellen. Das ist, ich mag sowas ja gar nicht. Aber ja, okay. Ist so. Ja, wir Ich hab's könnten so. die Zuleitung auch unterirdisch legen, wenn das weniger Krampf für dich ist. Hast du nee, das ist mir egal. Hast du eine Ja. Batterie im Akkuschrauber? Meiner ist leer. Akkuschrauber, wolltest du den jetzt? Okay, ja. Man kann ja auch mal einen Winkelschleifer nehmen, ist egal. Wofür? Was soll ich tun? Naja, um die Pumpe da abzubauen. Aber wenn du sagst, wir legen das Kabel unterirdisch, da bin ich auch dafür. Machen wir das. An der Stelle. Ja, genau. Bin ich auch dafür. Machen wir das. Und irgendwie ist mein Handschrauber nicht da. Ich weiß nicht, wo ich ihn gelassen habe. Ach da, ein Werkzeuggürtel. Ah, es überlagert sich alles schon wieder ganz komisch. So. Dann komme ich hier lang. Achso, bist du schon soweit? Okay. Was? Sprich mit mir. So, ich dachte, du siehst, was ich tue. Nee, das sehe ich erst, wenn du es gemacht hast. So. Haben wir das auch. Gut, die Pumpe pumpt jetzt. Dann kann die jetzt pumpen, bis der Tank leer ist. Dann sollten die gerade, die jetzt, also die Temperatur, die jetzt hier im Zieltank ankommt, die sollte dann ja gehalten werden, weil er ja ein isolierter Tank ist. Genau. Genau. Ja, und dann haben wir 26 Grad, das heißt oberhalb unserer Kühltemperatur, und dann kann unsere Kühlung da ein bisschen gegenwarten. So, Die dann wir ja wird noch nicht es. umgestellt haben. Okay. Ja, ist ja nicht, das dauert jetzt sowieso ein bisschen. Wir sind noch 3 mPa. Dann würde ich sagen, könnten wir deine Kühlung umbauen schon mal. Ich weiß nicht, wolltest du vielleicht lieber reingehen? Ja, ich überlege auch gerade. Also im Prinzip. Würde Ja, ich. nee, ich muss reingehen. Ich muss erst die Logik ausschalten, weil sonst pumpt sich das wieder auf. Alles gut, dann mache ich die Sachen hier draußen. Ist ja okay. Okay, ich gehe rein. Ich mache schnell zu. Sauge ab. Na, vielleicht zündet es da doch noch mal ein bisschen. So, mache auf. Ach, das ist da. Ach so, So, ich das. Na, schalte. das kann nicht zünden. Das ist ja zu kalt, stimmt. Von was sprichst du jetzt? Achso, Nee, vom alles Ofen. Ich gut. schalte die Logik aus. Also ich mache die Ja, mach du Klimaanlage mal. aus. Aus. Okay. So, heißt, ich muss alle Vents abbauen. Ja. Richtig? Die Geschichte hier ist sowieso egal. Die kann ich auch nicht von hier außen, oder? Doch, kann ich. Ich weiß, das Ventil umzudrehen ist jetzt vielleicht nicht wirklich vonnöten, aber komm. Ja. Nee, das Ventil brauchen wir dann wahrscheinlich auch nicht. So, ich schmeiße hier mal schon mal ein paar Sachen rein. Ah, hier unsere Transferbox. Die ist so dolle. Ich packe auch noch mal die unisolierten Rohre mit rein. Dann habe ich mal wieder Platz. So. Okay. Dann müsstest du noch die Kühlung. Baue ich jetzt um? Genau. Also ich Ich weiß nicht. versuche, das ist ein Test, ne? Also ich, Naja, die alles gut. Gedankengang klingt logisch, aber ob er wirklich funktioniert, ist die andere Frage. Gut, ich bin erstmal hier hinten am Tank. Wenn ich was Ja. machen muss, sag Bescheid. Ja. Das dauert leider. Ich überlege schon mal, wie ich das hier mit den H2-Kombuster baue. Und wo. Ich will ja tatsächlich, glaube ich, hier einfach dran bauen. Weil wenn das Ding in die Luft fliegt, dann ist unsere Base sowieso weg. Also, egal wie weit ich es wegstelle, müsste ich schon irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Frames weiter. Und das ist ja irgendwie auch Quark, ne? Das ist leider auch Quark. Das können wir so nicht tun. Jetzt ist das nicht heiß genug, damit es hier selbst zündet. Ist egal. Dann müssen wir da.
Ich meine, auf Hast du Dauer sollte hier das? sowieso kein Lachgas sein. Oh, mir fällt gerade was Wichtiges auf, Bernie. Hast du das Rückschlagventil noch? Ja, habe ich. Ich habe ein Ventil reingeschmissen. Ach, hast du? Ah ja, danke. Ja, danke. Kannst du kurz was anderes machen? Ja, bitte. Kannst du mir mal so ein Drainageding bauen für Liquid Drain? Flüssigkeiten? Ja, Ja. Okay. sonst geht uns hier was kaputt. Wie kriege ich das da reingebaut? Ich glaube nicht, dass ich den da hinsetzen kann. Ein gerades Stück Rohr muss das sitzen. Ja, eben. Das ist das Ding. Ich habe noch ein Rohrstück. Kann ich mir nichts abzwacken, oder? Liquid Drain ist fertig. Schmeiße ich die raus. Okay. Kannst du mir auch noch ein Rohrsegment bauen? Isoliert selbstverständlich, ne? Ja. Haben wir nicht. Ich habe auch nichts am Mann. Okay, gut. Ich kann hier auch mehr bauen. Wir haben noch 13, könnten wir haben. Du brauchst ja sowieso gleich Ruhe. Ja, du kannst auch durchlaufen lassen. Wenn da sowieso nur 13 gehen, dann lass einfach laufen. Ja, okay, dann kriegst du aber schon mal zwei, damit du da weitermachen kannst. So, zwei sind raus. Soll ich den wirklich durchlaufen lassen? Ja, Was? lass ruhig. 13. Es Okay. sind Rohre. 13, ja. Die werden nicht verschütt gehen. Unsere Nuklearzelle hat noch 2%. Wird höchste Eisenbahn. Ach, Mist, falsch rum. Ja, also du kannst aber auch sonst nur einen von die großen, die dahinter sind, Ja, sonst klar, umtauschen. aber trotzdem, ne, wir sind am letzten Loch. Wir sind am letzten. Das passt wohl noch. Das kriegen wir hin. So. Okay, das muss ich tatsächlich auf ein Rohr setzen. So, ist das auch fertig? Maschine Wie weit ist der Tank? Auswählung gedruckt. Läuft das nicht mehr? Will keinen Strom mehr haben. Ist der Strom alle? Noch nicht ganz. Da kommt nichts mehr an. Auch so isolierte Rohre draußen. Nee. Gut. Aber wie Ich gesagt, stopf dir die. mal zwei Claddings da in den. Ja, die sind gerade rausgeflogen. Die zwei Okay. Claddings. Ist egal. Ich Null mach Prozent. Ja, jetzt. die ist leer. Ich tausche aus. Ich tausche aus. So, jetzt haben wir wieder Strom. Batteriestand Jetzt sind die niedrig. Sonne natürlich Weniger. nicht laden. Die sollen natürlich auch den jetzt nicht laden. Okay. Gut. Die kann aber auch aus hier. So, ich kann ja hier schon mal Feuer drauf. Nee, das wäre Quatsch. Das lassen wir. Huch, da war kurz hell. Jetzt ist wieder hell. Wie viel ist noch im nicht isolierten Tank? Wir sind jetzt unter 1 MPa. Ich bin auch Mhm, am okay. Überlegen, ob ich jetzt einfach anfeuere. Ja, ich bin am Überlegen, ob du die Pumpe ausmachst und dieses scheiß 1 MPa, ob dir das nicht einfach Meine ich ja. beim Abbau des Tanks vernichtest. Na, ich kann auch einfach drauf pumpen, ist ja egal. So, ich mach das jetzt. Das wird mir gerade ein bisschen zu knapp mit dem Strom hier. Du hast die beiden Claddings an dich genommen, ne? Also ich kümmere mich weiter um die Klima hier. Die Radiatoren müssen umgedreht werden. So, wichtig ist, dass wir definitiv mehr Wasserstoff da drin haben. Ach, weniger Wasserstoff, dass der verbraucht ist. So, Kollege Bratwurst kann schon mal wieder an. Zu keuchen. Der saugt. Der pustet. Die Radiatoren müssen wir noch umdrehen.
Seltsamerweise ist mir das ja eben nicht gelungen, die Radiatoren zu platzieren. Und vermutlich habe ich das gleiche Problem jetzt auch. Und dann baue ich die ab. Schmeiß die 4 Radiatoren mal raus. Mit der Bitte, dass du die nach außen richtest auf das Rohr. Ich weiß nicht, ob 4 nicht auch ein bisschen viel ist, aber mach mal die 4 da drauf. Dann muss ich die benennen und programmieren, die Geschichte, die Klimaanlage. Ist fertig. Prima, danke. Doch, ja. Die Bilder ist richtig. Fassade. Mit Cooling. Es dauert halt ewig, bis Wolle-Teils verbrannt ist. Das sind einfach mal 1000 Grad in der Zeit wieder runtergekühlt. Ja, der Ofen ist halt nicht isoliert. Ja, richtig. Ja, ist halt die Frage, ob wir die Energie nicht lieber safen und dann halt ein bisschen Wasserstoff über haben. Ja, mach, wie du denkst. So. Ist mir zu bunt hier. 2000 Grad für hohle Nüsse gerade verbraten. Temperatur stimmt. Der soll. Tempnax. Tut sich was beim Stirling. Ich höre es bis hier. Ja, okay. Warte, dann lass mich die Batterien wieder tauschen. Ja, es lädt. Naja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ja, ich sehe es auch hier im Kolben, wenn es hergeht. Der Traktor läuft. Ja. Boah, das Keuchen vom Dominican, verdurstet und verhungert. Ich muss was essen und was trinken. Das geht nicht anders. Ich nehme eine Kartoffel und koche mir die. Nicht wieder mein Tablet da reinschmeißen. Das wäre richtig blöd. Ja, wäre halt schöner, wenn das Ding irgendwie isoliert wäre, ne? Aber das haben wir noch nicht. Gut. Bernie ist da an Mache. Was sagt der Daga eigentlich? Ja, gute Frage. Ne, immer noch eins. Also ein nur Daga, noch nicht ein Reif. Kann auch sein, dass schöne, muckige 25 Grad drin. Das ist super. Ich würde gerne gerade wissen, wie viel Strom der produziert. Ja, nimm dir so einen Cable Analyzer. Health low? Was? Wieso? Working Gas Effizienz 8. Ich glaube, Max war 15. Ich meine, das liegt noch hier an dem Werkgas. Das ist halt Murks. Wieso ist jetzt meine Health low? Was ist denn los? Ich habe noch nicht getrunken. Okay. So, damit kann er erstmal arbeiten. So. Das sieht gut aus. Dann kann das erstmal weiterlaufen hier. Sehr schön. Ich komme mal erst rein. Die Radiatoren hast du? Die nach draußen gesetzt? Nee, bitte. Nee, die Radiatoren, die habe ich dir rausgeworfen. Ja, die habe ich gesetzt. Das Problem ist, ich komme jetzt gerade nicht mehr rein. Was? Ja, warte mal, wieso ist denn die innere Tür auf? Naja, weil du jetzt reingegangen bist und ich draußen geblieben bin.
Du müsstest eigentlich jetzt nochmal rauskommen. Ja, Moment, ja, das mache ich. Ich komme jetzt in. Warte. Wir wollen nicht unsere Atmosphäre verlieren. Warte. Nee, ich mach nichts. Ich ziehe meinen Anzug an. Ach. Ja, du bist sonst so schnell und machst immer schon. Noch bevor das ausgesprochen ist. So, Moment. Helm. An. Und zu. So, und wenn das kalt ist, dann pumpen wir das auch da rein in den Tür anderen zu. Und dann tauschen wir den mal. Und das absaugen. Das ist gleich leer. Und der hat auch keinen Wasserstoff mehr drin. Das ist super. So, du könntest jetzt reinkommen. Ich könnte jetzt reinkommen. Ja. Radiatoren sind draußen dran, okay. Gut. Ja, habe ich gemacht. Okay, dann musst du oder ich, ja, genau. Sag einfach, was du machst, weil sonst machen wir es doppelt und schalten das in dem Moment wieder anders. Aufs Tablet brauchst du nicht gucken. In einer Sekunde ist das Ding leer. Ja, da war aber gerade flüssiges N2O noch dran. Hatten wir hier Eis drin? Nee, ne? Nö. Dann haben wir nämlich jetzt wieder verkackt. Ist der da immer noch wieder? Ah, so ein Scheiße. Nee, Eis haben wir nicht. Gut. Also. Okay, ich mache jetzt nochmal etwas ganz Wichtiges. Filter, Wasserstoff. So, und den tausche ich nämlich jetzt hier dran. Weil wir da kein Lachgas mehr drauf brauchen. Das sollte nämlich raus sein, genau. Das wird bei dem Druck sowieso dann flüssig. So. Ja, wir könnten hier drin also, wenn wir wollten, wieder. Wir haben auch 2% Sauerstoff wieder mehr hier drin, ne? Ja, hoffe ich. So. Ich muss erstmal meine Werkzeuge durchladen. Die ganzen Batterien sind leer. So, ich brauche noch. Ich brauche noch unbedingt Grams. Eisenrahmen. So. Ja, brauchen wir noch ein bisschen mehr Eisen hier. Na, ich setze da erstmal 6 Stück oder was hin. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall Platz brauchen. Ein isolierter Tank. Apropos. Kann ich nur einen setzen? Stahl und Silizium. So. Eisenplatten. Da wäre auch noch ein Rahmen gewesen. 6 Stück, das passt ja sogar. Okay, haben wir das auch. Dann mache ich das, glaube ich, jetzt erstmal fertig, soweit es geht. Ich gehe mal wieder raus, Bernie. Ja, denk an die Luftschleuse, manuell. Wie ein kleiner Papa, der Bernie. Der sagt mir immer, was ich machen muss. Ich erinnere dich nur. Ich sage nicht, was du machen musst. Ich habe nur erinnert. So. Was du machen musst, ist hin und wieder Pipi und Essen. Trinken. Boah, wir brauchen 755 Watt. Ich frage mich gerade, wofür? Der Drucker ist noch an, okay. 755 Watt, wieso verbrauchen wir so viel Strom? Wir haben hier gerade eine Pumpe am Laufen. Eine Volumenpumpe. Ja, muss die noch laufen? Ja. Okay. Ich kann aus meiner Sicht leider keinen Radiator auf unserem Klimarohr sehen. Bist du sicher, dass du die da drauf gesteckt hast? Ja. Da hängen okay. 4 Stück dran. Oh, okay. Ja, ich kann das nicht sehen von hier. Die Perspektive ist scheiße. Ja, okay, gut. Also, wir brauchen das eigentlich so ewig lange, um das hier jetzt leer zu ziehen. Ja, je weniger drin ist, umso länger dauert's. Und jetzt muss ich das programmieren. Moment, Cooling. So, Frames. Mal irgendwas schaffen hier. Passive Fans.
Wenn ich hier, okay. Soll ich nach, soll ich noch ein Frame Abstand lassen oder soll ich plan an unsere Base bauen? Was denn? Den hat zwei Combustor und so. Ne, der Combustor, die Maschine explodiert ja nicht. Also, also ist ja wie ein Tank. Die Maschine selbst explodiert nicht. Aber die Rohre, weil dann platzen die halt. Nee, du brauchst keine 30 Abstand oder 3 oder. Nee, mach dran. Ich hab einen dazwischen weggelassen, damit wir da noch durchlaufen können. Ist okay, oder? Kurze Wege. Warte mal, achso, du baust den hier weil Wasser hier rein soll, ne? Ja, kurze Wege und so. Ja, genau, kurze Wege, genau. Das wäre clever. Das Ding braucht ja auch wieder. Ja, wir müssen Heavy Cables benutzen. Also langsam wird das hier ein bisschen kritisch, ne? Was wir hier alles anschließen und dieser Combustor, der zieht ja auch, glaube ich, ordentlich Strom. Glaube ich. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Klima. Das muss wieder laufen. Also, ein Gastank isoliert. Der muss mit dem Stirling da dran. Ich fange andersrum an. Ach Mist, ich habe noch was vergessen. Ich habe mit Sicherheit noch viel mehr vergessen. Okay, hier kommt die Dingens dran. Sollte ich denn damit eigentlich machen? Achso, ich glaube hier das abgewinkelte Moped sollte ich bauen. So, wahrscheinlich. Ich denke. Also wenn du verfügbar bist, Bernie. Ich programmiere gerade die Klimaanlage. Moment. Okay. Ich scheiße jetzt auf den letzten Rest da. Nee, das ist wichtig. Ich kann jetzt gerade nicht mittendrin aufhören. Nee, mach ruhig, alles gut. Schauen. Aha, Moment, hier hat sich was getan. Ah, 24 Grad, okay. Das scheint ja... Ich habe es noch nicht krachen gehört. Aber wie kriegen wir das denn anders gelöst, als dass dieser letzte Active Vent, der das Rohr leer saugt. Wie kriegen wir den denn raus aus dem ganzen System? Gar nicht, ne? Was? Ich hätte ihn jetzt sowieso weggelassen. Ach. Ja, unser Rohr ist nicht leer. Wenn wir es nicht leer saugen, ist das Rohr nicht leer. Ja, das ist klar. Denn den wirst du brauchen. Ja. Also, wir kommen nicht drum rum, ne? Der muss permanent laufen. Kriegen wir das nicht auch irgendwie, ja, automatisiert mit einem scheiß Pipe-Analyzer, aber der zieht ja genau noch mehr Strom wie der hier. Ist das doch Mumpitz, ey. Ich riskiere das mal. Ich lasse mal den am Ausgang befindlichen Active Vent aus. Und ich möchte jetzt nur wissen, was passiert, wenn wir das Gas, unser Innenraumgas, ich hoffe, das ist jetzt auch richtig, dass da hier nur Innenraumgas drin ist. Haben wir das überhaupt vorher leer gemacht? Also jetzt ist das Rohr leer. Also haben wir hier Giftgas drin? Nö. Okay, haben wir Glück gehabt. Ich möchte es drauf anlegen. Wenn uns das Rohr platzt, weiß ich, dass das keine gute Idee war. Aber es kann nicht platzen, weil... Das Problem ist nicht, dass es platzt. Das Problem ist, dass die Kühlung wieder durchgehend weiterläuft. Nee. Hä? Wieso sollte die jetzt durchgehend weiterlaufen? Oder wie... Achso, nee, du hast ja dann... Ja, nee, ist okay, du hast ja dann passiven Vent mit dem Einwegventil. Naja, ist gut. Genau, deswegen mein Gedanke. Dann verbleibt halt von mir aus eben Gas im Rohr, was durch die Außenatmosphäre abgekühlt wird. Aber wenn wir es hinkriegen, dass in regelmäßigen Abständen eben, und das werden wir ja zwangsläufig, dass unsere... du weißt schon, der Active Vent wieder anspringt und wieder warme Raumluft reindrückt, dann dürfte es vielleicht klappen, weil unsere Gase, die wir hier drin haben, sind nicht so... leicht gefrierfähig. Im Moment ist das Rohr nämlich komplett leer. Gut, weil es auch leer gesaugt wurde. So, wie viel Strom verbrauchen wir jetzt? Ah, 250 Watt. Das sieht schon mal ganz anders aus. Okay. Das sieht ja schon ganz anders aus. Unser Nuklear ist bei 64%. Wunderbar. Was müssten wir in dem Anzug? Ja, die ist voll. Oh, jetzt habe ich es gerade schalten gehört. Und, was haben wir jetzt im Rohr?
Nee, nicht. Hey, das läuft leer, das Rohr. Oder hat es gerade nicht das Klima allerdings angeschaltet? Ich muss mal hier kurz stehen bleiben. Das will ich wissen. Mach du mal Berichte, was da passiert. Ja, genau, weil das scheint nämlich genau so zu funktionieren, wie ich es mir vorgestellt habe. Ohne den zweiten Active Vent, der absaugt. Wenn es denn jetzt gerade. Ich warte ab. 24,7 Grad, bei 25 müsste es wieder anspringen. Abfalltank kritisch. Und wir haben 27% Sauerstoff im Raum. Das klingt doch gut. Ja, das ist wirklich gut, weil ich muss irgendwann auch mal wieder Ja, na klar. laden. So. Das macht der Dagger immer noch Einlagen. Ja. Immer noch Einlagen. Aber es ist thriving towards seeding, also nicht mehr hier Dingsbums schlecht in Richtung Fruchtbildung. Nee, ist ganz normal. Ganz normal in Richtung Fruchtbildung. Ja, das hat doch gerade nur noch mit den Dingen zu tun, oder? Mit dem Licht. Oder ist noch irgendwas anderes schlecht? Ich Nee, habe nee, hier nee, gerade nee. CO2-Filter. Wolltest du auch noch welche haben? Oh, warte. Ich fürchte ja. Ich gehe davon aus. Ja, ich hätte zwei Slots frei. Ja, gerne. Dann mache ich dir natürlich welche, Bernie. Oh, das ist aber lieb von dir. Ich weiß, so bin ich zu Achtung, dir. Hunger. Ich Wie knuddel sieht's? dich durch deinen Raumanzug und dein Licht, was du anhast. Liegen da. Danke. Hattest du jetzt schon irgendwas gekocht für uns? Nee, nicht für uns. Ich habe mir eben eine Kartoffel gekocht und die habe ich auch direkt gegessen, weil die ist dann nämlich in einem Wutsch weg. Aber koch sie, sonst, ne, so, also kriegst du immerhin 80 Also kann ich jetzt ernten, ja? Prozent. Eine? Eine Kartoffel, ja. Und dann die, also wenn da, Moment, pass auf, wenn eine Pflanze die zwei Kartoffeln hat, die Mhm. nimmst du beide und setzt die eine wieder ein und die zweite kochst du in der Mikrowelle. Und die isst du dann kriegst du 89% Essen. Aber wolltest du nicht warten bis zur Samenbildung? Wir haben genug Kartoffelsamen. Hier sind im Also Schrank sind ja wieder 10. Wir haben ja, die ne? hinteren sind ja schon so weit durch. Nur der vordere, der braucht noch ein bisschen bis zur Der ist Samenbildung. frisch. Ja, den habe Ja, ich dann hier. kann Die ich ja drei besser die vorderen. hinteren. Ja, sag ich doch. Aber wir Ja, brauchen da nicht ist noch mehr ja. Samen. Genau. Einen raus, wieder rein. Genau. Und die kochst du dir jetzt und dann isst du die und dann hast du 80% Essen. Immerhin. Und die Wasserpumpe kann auch aus. So. Was haben wir jetzt an Strom? 155 Watt. Naja, geht doch so langsam wieder. Aber der Dagger will immer noch nicht. Obwohl er aber jetzt thriving towards thieving, also dem geht's gut. Ne? Nur mal so nebenbei. Ich habe mich also auch um den gekümmert und den immer gestreichelt, ein gutes Nachtlied vorgesungen. Wirklich? Hast du nicht gehört, wie ich gesungen habe? Okay, was brauchte ich noch? Ich habe die Kit-Atmosphäre vergessen und ich brauchte noch Pipes. Die hast du ja schon mal ein paar gebaut, ne? So. Mach dein Licht aus, es ist hell. Muss wäre. So, was brauche ich noch? Also ich werde auf jeden Fall mehr Pipes brauchen. Da Silikon brauche ich noch. Silizium. Brauche ich noch Stromkabel, werde ich mit Sicherheit jede Menge brauchen. Und Guck vor dann allen mal Dingen habe im Schrank. ich habe vor allen Dingen ja auch noch einen Produzenten dann, ne? Ich muss einmal mit einem Stromkabel drumherum. Ja, wir haben aber. Wir sollten auf Stahl. Ach, auf Stahl, Quatsch. Auf Heavy Cables umsteigen. Haben wir Gold? Also komplett überall oder Ja, was? also nach und nach. Also alles, was du jetzt baust in Heavy und dann eben hier drin nach und nach. Okay. Weil Ja, das wird dann. irgendwann einfach zu viel. Dann knallen uns die Kabel. Wir haben nirgendwo eine Sicherung. Wir können natürlich auch erstmal eine Sicherung bauen, ja. Aber. Kabel dick. Wie viel Gold haben wir denn? Ja, da ist nicht viel drin, aber wir haben hier im Schrank noch 150 Gold. Komm hier, ich steck da mal 50 rein. So. Müssen wir ja sowieso. Und Kupfer haben wir auch. Stecke ich auch noch mal 50 rein. Dann lass das Ding drucken. Solange der Stirling da draußen Strom erzeugt, und das tut er ja, er kommt ja sogar gegen. Und das war ja mein Gedankengang, dass wir jetzt sogar schon eine Stationary Batterie dazwischen klemmen. Damit die Achso, Energie, die der ja. draußen erzeugt, nicht verpufft. Bist du denn durch jetzt mit deiner Klima? Die sollte laufen, ja. Ich Okay. riskiere es eben, ob das Rohr knallt oder nicht. Ich riskiere es. Ich denke aber, nein, das tut es nicht. Nee, das Rohr ist leer.
auch ohne aktive Absaugung. Ja, dann hängt das, glaube ich, mit dem Rückschlagventil, glaube ich, zusammen. Oder? Ja, aber hatten wir denn dann wir haben ja nichts anderes gemacht. Es war ja nur jetzt, ob jetzt innen oder außen selber. Egal, also funktioniert anscheinend, weil die Raumtemperatur liegt bei 24, hast du nicht gesehen? Ist auf jeden Fall unter 25. 24,9, geht gleich wieder an. Ja. 60,8 kPa, okay. Nicht, dass wir irgendwo wieder was verlieren. Nein, ich habe nicht an dem Filter gefummelt. Ich will hier nichts unterstellen, aber ja, dass das Rohr gerade leer ist, macht mich ein bisschen stutzig. Ja. Oder aber bitte, das, wie gesagt, das kann ja auch für mich ein Anzeigebug sein, weil was mich ja genauso stutzig macht, warum ist die Wasserflasche leer, wenn ich sie in den Wasserflaschenhalter stecke und sie an einem Rohrnetz angeschlossen ist, wo Druck drauf ist? Die kann ja gar nicht auf Null gehen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das war bisher noch nie so. Nicht, dass das nur mir falsch angezeigt wird und in Wahrheit ist sie gar nicht leer. Und genauso das Rohr ist vielleicht gar nicht leer. Aber es kracht auf jeden Fall nicht. Es kreischt nicht. Also das Rohr ist nicht leer. Ist nicht leer? Da siehst du. Dann liegt es in Anzeige. Nee, guck mal, ich habe da hinten das gleiche Problem gehabt, weil das mit den Radiatoren nicht so vernünftig angezeigt wird. Hier hinten an dem aktiven Vent, also beim Einlass, da hast du direkt ein nacktes Rohr dran und da kann ich es direkt sehen. Ja, genau. Und was ist das? Ist das leer? Nee, 68 Kilopascal drauf. Ah, siehst du. Und für mich zeigt das Tablet an, es wäre leer. Dann ist nämlich auch die Wasserflasche nicht leer, die ich da eben in die Ecke geschmissen habe. Dann ist die nämlich auch nicht leer, hier hinten. Für mich wird angezeigt 0 Liter. Das macht ja auch keinen Sinn. Wieso soll das gehen? Nee, da sind noch 0,164 Liter drauf. Ja, siehste, es ist natürlich nicht viel, aber ja. Packen wir sie erstmal hier wieder rein. Ja. Okay, was brauchte ich noch? Also, ich brauche elektrische Teile. Ich kann erstmal stoppen, oder? Ja, mach noch eins, damit's. Egal. Elektrische Teile. Wie viel brauchte ich denn, Stirling? Zwei. Zwei? Ja. Hab ich so im Kopf. Zwei und Stahl hatte ich schon gemacht. Okay, dann muss ich jetzt gleich nochmal hingucken. Der hat zwei Kombuster, was der auch noch braucht. Weiß ich gerade auch nicht. So haben wir das. Weil die muss man ja mittlerweile auch alle zusammenbauen. Ne, schon H2. Ja, jetzt ist wieder angesprungen. Also das ist natürlich wirklich ein dramatischer Fehler, dass mir angezeigt wird, das Rohr läuft leer. Ich brauche ein kleines Rohr. Also ein normales Rohr, unisoliert. So. Okidoki, ich gehe wieder nach draußen. So, was sagt nochmal eine Maschine wieder aus, ne? Was sagt die Batterie drin? Ist die voll? Ja. Ja, die ist voll. Dann lasse ich den mal Stirling mal aus. Ja. So. Also, ich brauche das Kit Atmosphäre. Hydration, Verbrenner. Also, ich habe einen Eingang und ich habe einen Ausgang. Das macht Sinn. Ja, früher waren es. Naja, früher war die Maschine anders. So. Der Stirling ist fertig. Du brauchst das noch, ne? Ja, mit. Oh. Okay, ich habe mich verguckt. Kannst du mir vielleicht noch ein unisoliertes Rohr rausschmeißen? Ja, Moment. Moment. Haben wir ein unisoliertes? Ja, klar. Warte, das haben wir hier im Schrank.
Eins, okay. Und Split One. Kommt. Boah, jetzt gerade schlagen sie alle schon die Köpfe über den Kopf, die Hände über den Kopf zusammen. Was tut der da? Das wird so nix. Er fliegt hier alles in die Luft. Ich bin ja gar nicht so sicher. Ich vertraue dir. Ja, ist ja gut, wenigstens einer. Pass gut auf mich auf, Conny. So, das ist die Zufuhr. Da dran kommt der. Das war schon Anschluss, ja. So. War das auch? Strom brauchen wir halt noch gleich. Dann das ganze Zeug muss erstmal da drauf. Gibt es eigentlich auch einen Wassertank in isoliert? Ja. Du meinst so einen großen, stationären? Mhm. Ja, oder irgendwas, um das Wasser aufzufangen. Ich meine, ich kann es natürlich auch direkt drauf geben. Nee, kann ich nicht. Insulated Liquid Tank. Ja, klar, gibt's. Kostet halt wieder mal 30 Silicon, 20 Stahl, 5 Kupfer. Aber den gibt's. Ich muss halt irgendwie, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich muss halt irgendwie auch, ist eigentlich mein, da. Ich muss halt irgendwie auch das Wasser halt dann auffangen, ne? Das kann ich ja nicht einfach so ins Pipenetz pumpen, weil das wird ja noch warm sein. Also selbst wenn es kondensiert ist, ist es halt immer noch, keine Ahnung, 100, 120 Grad oder so, ne? Nee, Moment mal, stopp mal, stopp mal. Also das Wasser, was dein Kombaster erzeugt, ist der Wasserdampf, der da rauskommt, ist irgendwie ein paar tausend Grad heiß. So, und kondensieren logischerweise tut Wasser ja unter 100 Grad. Weil ja. Bei 100 Grad siedelt es und wird Dampf. Also du willst ja keinen Dampf mehr haben, sondern Kondens. Also das muss auf 100 Grad, auf 99 Grad abgekühlt werden, dann kondensiert es. Und dann hast du flüssiges Wasser, was du in den Wassertank speichern kannst. Über ja. Wasserrohre. Aber es ist halt, Dampf ist. Ja. Aber es ist halt trotzdem noch viel zu warm, um es einfach in unseren Wasserkreislauf einzuführen. Ja, natürlich. Ja, da könnte man ja dann auch wieder die Radiator nehmen, also die Pipe Radiator für Water. Mhm. Da könnte man ja dann die Außenluft nutzen. Wobei, das ist halt, ne, und immer dran machen, immer abmachen, bis es abgekühlt ist. Wie ich das mache, ne? So meine Zu-Fuß-Technik. Ja, gut, vorerst. Das wäre für den Anfang okay. Okay, ja, ich brauche noch isolierte Wasserrohre. Dann kann ich schon. Kannst du mir die vielleicht gleich mal bauen? Ja, gerne. Isolierte Wasserrohre, ja. Mhm. Ich muss hier irgendwie muss ich hier noch Strom hinbasteln. Ich habe gerade eine Fehlermeldung bekommen, aber ja. Kann da gehe ich jetzt einfach mittig durch. Object Reference nutzt Zeit zu einer Instance of an Object, okay. Was auch immer da jetzt gerade passiert. Isolierte Wasserrohre, ja. Wie viele ungefähr? Keine Ahnung, so 5, 6 erstmal. Mhm, gerne. Und wenn wir können, dann halt noch so einen Wassertank. Dann haben wir es wenigstens schon mal gespeichert. Und dann muss ich mir noch überlegen, wie wir den Rest machen. Warte mal, dass wir uns nochmal richtig verstehen. Das sind Wasserrohre, nicht Wasserdampf. Ja, ich habe das verstanden. Ich habe das auch so gebaut. Du musst dieses super heiße Wasserdampfgas erst abkühlen, dass es Wasser wird. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ein sechstes, sagst du? Ja, und einen isolierten Wassertank. Mhm, okay. So, 6 Rohre. So, die Frage ist, was mache ich jetzt mit der Riesen... Ich müsste halt eine Riesenleitung jetzt zur Zufluss... Sechs Rohre sind legen. Draußen. Mhm. Oder Sturm kommt, wenn einer kommt. Niedrig. Isolierten Wassertank, okay.
Tank. Liquid Tank, Insulated, Liquid Tank. Können wir uns leisten. Wir haben jetzt nicht mehr wirklich viel Stahl. Noch 24 Gramm Stahl haben wir, wenn wir den Tank gebaut haben. Ja, in dem Resthaus ist ja auch überall noch ein bisschen Stahl drin. Ist das so? Ich gucke gleich nach. Ja. Okay. Ja, hier sind nur 37 drin. Zonenwecker sieht man nicht, solange er nicht an ist. Das ist immer noch gebuggt. Naja, da ist aber auch nichts drin. Okay. Und hier. Nee, also wir haben jetzt noch hier drin 24 und hier drin 37. Also 60 Gramm Stahl haben wir noch. Mhm. So, Wassertank kommt raus. Zack. Ich werde jetzt gleich auch mal eben einfach jetzt mal ausprobieren und dann mal Gas geben lassen. Mal gucken. Also die Zuleitung für den Sterling habe ich jetzt noch nicht gelegt, aber es wäre einfach schon mal interessant zu wissen, ob es funktioniert. Hast du hier das Heavy Cable draußen verlegt? Ja, und das geht auf das normale. Ja, da ist die Kreuzung hier wohl nicht nötig. So. Okay. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mitgucken willst. Moment, schalte bitte mal noch nichts. Ich möchte hier gerade eben dieses Kabel, das ist nicht korrekt. Warte mal, lass mich mal... Ach, ja, komm, scheiß drauf. Ich kann gerne rauskommen. Nee, ich muss erst reinkommen. Du musst reinkommen, okay. Dann warte. Du musst erst reinkommen und dann können wir beide raus. Ja, ich habe aber noch nicht einen Anzug an und nichts. Ja, dann aber gut. Du hast ja noch Zeit. So, ich check mal eben meine Werkzeuge. Strom aufladen. Achso, der Sterling, ja, okay. Der Sterling kann eh noch nicht laufen. Oder ich klaue mir das Arbeitsgas von dem anderen Sterling, das geht auch. Haben wir draußen denn jetzt den nicht isolierten Tank leer gepumpt? Nee, noch nicht. Das ist Tank. Nein. Okay. Ich habe ich habe nur heiß reingemacht und habe den Sterling jetzt arbeiten lassen und dann kann das kalt werden. Das ist ja gerade für uns jetzt nicht so wild. Nee, das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, ob die Pumpe draußen noch läuft. Nein. Okay. Es läuft draußen keine Pumpe mehr. So, was brauche ich? Ich brauche die beiden Gasflaschen. Weil wir ziehen hier gerade 480 Watt. Okay. Das ist die Batterie wahrscheinlich, die genannt wird. Mhm, okay. Kann den Stern auch gleich wieder anstellen. So, aber ich brauche noch irgendein Arbeitsgas. Abfalltank, kritisch. Das sind 10 Mol, das ist jetzt nicht so viel. Also ich kenne ja nur diese Angabe, 10 bis maximal 15 Mol, bei idealerweise Wasserstoff. Ich habe da, aber ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Okay, ja, dann schmeiße ich gleich einfach mal meinen. Dann brauche ich einen leeren Kanister. Hauptsache, er arbeitet erstmal. Wie effizient ist jetzt gerade erstmal? Egal. Das können wir noch weit später optimieren alles. Der meckert wieder, dass er nicht richtig wächst. Immer dauert das lange, bis so ein Daga durchgewachsen ist, ey. Boah. Eigentlich gar nicht. Ja. Der hätte halt schon... Ja. Ja, unter Idealbedingungen eigentlich nicht, aber wir haben keine Idealbedingungen für den. Ja. So, möchtest du mit rauskommen? Ja, dann lass mich eben den Anzug anziehen. Licht ist aus, okay. Das sind 11 Mol oder so. Sauerstoff habe ich, Strom habe ich, Filter habe ich. Okay, nimm zu. Filter an. Ich bin in der Schleuse. Okay, ihr Lieben. Ich mach mal irgendwas. Mach mal dein Licht aus. Ja. So. Ich speichere mal eben.
lesen. Nee. So, den Stirling können wir wieder anstellen, damit wir auch nicht zu viel gleich... Wir haben schon ein Eis in der Luftschleuse, denk dran, wenn du reingehst. So. Der Stirling läuft jetzt natürlich nicht. Ja, stopp. So. Das Problem ist, der braucht aber wahrscheinlich Strom. Nee, der läuft auch so tatsächlich. Okay. Nee, der darf keinen Strom brauchen, der erzeugt den, aber da ist noch gar kein Kabel drin. Nee, ich habe ja gesagt, das habe ich noch nicht gelegt. Es geht mir auch gerade erstmal nicht darum, ob der Strom produziert oder nicht. Es geht mir darum, ob der Rest hier funktioniert. Okay. So. Also, ich stelle das Ding hier an. Warte mal, stopp mal eben. Du wirst jetzt eine unglaubliche Hitze erzeugen. Und wenn es nur ein Mol ist, aber wenn es bei 2.000, 4.000 Grad heißen Dampf erzeugt, wird der Kanister sofort platzen. Welcher Kanister denn? Ja, du hast doch am Auspuff einen Kanister dran. Das ist der Eingang. Das ist der Eingang. Okay. Das ist das Brenngas aus unseren Schweißbrennern. So. Und? Wir haben noch gar keinen Ausgang hier. Wasserausgang ist ja noch gar nichts dran. Wasserausgang? Wieso Wasser? Das ist der Gasausgang. Es kommt doch nur Gas daraus. Der ist blau. Hier der. Und wir haben da auch schon Wasser drin. 31,7% Wasserdampf bei 2377 Grad. Wie ist denn dann dieser hohe Anschluss da? Ey, das Ding kapiere ich gerade gar nicht mehr. Das sah ganz anders aus. Warum? Hä? Es ist eine Gaszufuhr mit dem Brenngas. Was dann umwandelt zu Wasserstoff und den Nebengasen. So, dementsprechend hast du hier jetzt Wasserdampf drin, ein paar Volatiles, ein bisschen O2 noch, CO2, pollutend. Stell dich bitte mal hier hin, wo ich stehe. Ja. Guck mal bitte auf die Maschine. Siehst du diesen blauen Anschluss? Ja. Okay. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, wofür der ist. Ich dachte, das ist... Für Wasser. Dass wir Wasser im Abf, in dem Gasrohr haben, ist nicht so gut, aber okay, noch ist ja kaum Stress da, gar kein Stress, weil es so wenig ist. Achso, meinst du, ich muss da auch noch mit einem Wasserrohr drauf oder was? Das wäre, nach meinem Verständnis wäre das logisch, weil der soll ja Wasser erzeugen. Vielleicht habe ich den auch bei meinem letzten Aufbau komplett übersehen, diesen Anschluss, weil ich kenne den da nicht an der Stelle. Den gab es zu meiner Zeit an der Stelle nicht. Nicht an der Stelle. Es gab zwar einen Anschluss, aber nicht da. Ich weiß es nicht. Ich war gerade nur verdutzt. So, der Stirling läuft jetzt. Das ist ja halt nicht so besonders dolle, was da läuft, aber er läuft und er würde jetzt den Wasserdampf runterkühlen. So, und ich kann jetzt hier eigentlich auch mal das Ding durchjuckeln lassen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen erschrocken mit dem Licht. Wollen wir nicht bitte noch das Wasser anschließen? Das Rohr da an den blauen Anschluss? Ich kann ja mal eben testweise ein Rohr dran setzen. Mal gucken, was da passiert. Wenn du noch eins dabei hast, ja. Hoffentlich ist es isoliert. Ja, wahrscheinlich. Wir haben nur isolierte gebaut. Ja. Was kommt denn da jetzt an? Da ist nichts gerade. Ich stelle den jetzt mal an. Da kommt nichts an. Hey, und wofür ist dann dieser Anschluss? Keine Ahnung. Vielleicht ist das einfach überflüssig. Also für mich macht das auch gerade keinen Sinn sonst. Also es ist okay, ja, er produziert Wasserdampf. Das macht für mich alles soweit gerade Sinn. Aber wenn da jetzt noch flüssiges Wasser rausgekommen wäre, hätte das für mich keinen Sinn gemacht. Nee. Und was mich auch gerade wundert, ist, dass dieses... hat 2180 Grad. Ja, okay. So, die Pulle ist gleich leer, die erste. Und jetzt müssen wir es halt nur noch runterkühlen. Aber wir haben hier auch schon ein bisschen Wasser drin, guck mal.
Ja, so ein Schluck. Aber es sind auch 2000 Grad. Warum? Ich dürfte doch gar nicht. So, wahrscheinlich ist es zu früh. Ich muss darf's noch nicht reinlassen, solange es noch nicht abgekühlt ist. Ist wahrscheinlich kurz flüssiges, ist dann hier reingelaufen und ist dann hier wieder rausgegast. Ja, gut, dann ist das so. Hast du im Rucksack ganz was anderes? Hast du im Rucksack noch einen Cladding oder wo ist das geblieben? Nennen was? Ein Cladding? Was ist ein Verkleidung, wie sich das auf Deutsch nennt, ich weiß nicht. Womit du eben die Rampe gebaut hast? Die habe ich drinnen wieder reingeschmissen. Okay. So, die Gasflasche ist leer. Dann kann ich die zweite auch leer ziehen. So, und dann müssen wir eigentlich nur noch im Idealfall den Stirlin mal ordentlich dann mit einer passenden, ja, mit einem passenden Gas dann ausstatten. Und dann kann der auch Strom produzieren. Was für ein Gas ist aktuell drin? Mein tolles Supergas aus meiner Abfallflasche. Ja, nun. Ja, es ist aber wirklich auch nicht viel, ne? Also die Effizienz ist halt so lala. Es geht ja um diese Mol. Also ich sehe hier so ungefähr 12 Mol. Ja, aber es ist halt auch nur CO2. Ja, so ein Mix. Aber es sind eben 12 Mol. Okay. So, auf jeden Fall, das Ding ist halt noch nicht am Strom angeschlossen. Deswegen macht es gerade keinen Sinn, das Ding laufen zu lassen. Es ist ja sowieso Richtig. isoliert. Also von daher Richtig. können wir halt erst in Ruhe dann auch das Stromkabel ziehen und dann ziehen wir hier Strom raus. Wobei in Ruhe, bis auf deinen Gastank, das Arbeitsgas, das ist ja auch nicht isoliert, der Kanister. Wird der nicht kalt? Ja, Ach ich so, bin kalt. Moment. Warte mal, wenn die Maschine. Ach so, dann ist der leer. Ich weiß es nicht. Also sieht übrigens alles raus. Wir haben kein Gas mehr für unsere Schweißbrenner. Ist schon mal ganz gut. Ist eine Sicherheitsvorkehrung, damit wir nicht wieder alles in den Brand stecken. Ja. So, wir haben 2,75 Mol Wasser, also Wasserdampf, auf dem Rohrnetz hier. Und das verbrennt gerade noch, das restliche Wasserstoff verbrennt hier noch und macht es noch ein bisschen heißer. Ja, dann ist da noch ein bisschen Sauerstoff drin, ein bisschen CO2. Ja. Die große Frage, die ich mir stelle, ob noch irgendeine andere Flüssigkeit flüssig werden könnte. Eine andere Flüssigkeit flüssig ist. Ein anderes Gas flüssig werden könnte und dann mit in unseren Dingenskreislauf läuft. Weil Flüssigkeiten kann man ja nicht filtern, ne? Das heißt, es wäre eigentlich sinnvoll, hier noch eine Filteranlage vorzubauen vor dem Kondensator, ne? Von dem Kondensationsventil, damit wir keine andere Flüssigkeit ins Rohrnetz kriegen. Wir können Flüssigkeiten nicht filtern. Nee, Ach so, aber wir du können das meinst. Gas vorfiltern. Ja. Was für. Moment mal, warte mal, mach das. Warte mal, der Logik wegen. Ja, der Logik wegen hätte ich das schon vorher machen sollen. Wir haben hier alles in Gasform, auch Wasser. So. Der Logik wegen hätte ich vor dem isolierten Tank, also nach dem Stirlin, obwohl, nee, eigentlich wäre sinniger gewesen, vor dem Stirlin noch einen Atmosphärenfilter, einen Filter zu setzen für die Gase. Das wäre sinnvoll gewesen. Ja, das wäre sinnvoll gewesen. Gut, theoretisch. Ich sage jetzt mal, wir kommen runter auf, sagen wir mal, 30 Grad. Wäre das bei O2 problematisch? Nein. Wäre das bei CO2 problematisch? Nein. Nein. Pollutend? Nee, auch nicht. Ja, kommt auf den Druck an, ne? Ja, okay, ja.
Gut, das könnte zum Problem werden. Vielleicht wäre es dann sinnig, wenn wir erst pollutend rausfiltern aus der Geschichte. Alles andere ist unkritisch, CO2 und O2. Das dürfte kein Problem sein. Aber pollutend könnte flüssig werden, selbst bei 30 Grad. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall pollutend noch rausfiltern, damit wir es sauber halten. Dann können wir es runterkühlen. Wir müssen noch das Stromkabel dann verbinden. Und dann sind wir safe. Und wenn wir das hier alles mal leer gejuckelt haben, dann baue ich es ein bisschen um, dass wir vor dem Stirlin, also bevor wir runterkühlen, dann schon den Wasserdampf rausfiltern. Das macht mehr Sinn, ja. Okay, das war's, ihr Lieben. Ja, doch nicht alles in die Luft geflogen. Ich bin ein bisschen beruhigt. Ach, das kommt noch. Ja, stopp. Wir haben jetzt schon mal Wasserdampf und. Ach, hast du gerade Licht angemacht? Okay, ich dachte Ja, schon, jetzt ist hab gerade hier. ich. Es Und blitzt ja, siehst du das? es sieht bei mir aus wie Nebel, wenn du das anhast. Ja, Deswegen war ich bei dir gerade ein auch. bisschen. Aber wir haben jetzt Wasserdampf in der Rohrleitung. Das heißt, das funktioniert doch schon mal alles ganz gut. Ne? Und das, was wir jetzt gerade noch besprochen haben, müssen wir halt nächstes Mal noch machen. Vielleicht auch erstmal provisorisch ein bisschen filtern. Stromkabel muss hier noch dran, damit wir den Strom nicht verschenken. Ja, okay. Es hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Sehr gut. Ja. Sehr gut gemacht, Conny. Dankeschön, Captain Dankeschön. Conny. Und Captain Bernie hat hier Conny. unsere super Kühlung gebaut, hoffe ich jetzt, dass das Ja, funktioniert. sie läuft. Sehr schön. Und dann hoffen wir mal, dass der Daggerfahren nächstes Mal endlich fertig ist. Endlich fertig Mistsau, wird. ey. Mann, ey. Unfassbar. Das ist Ja, doch ihr schon Lieben. lahmarschig, ey. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ganz wichtig. Nicht vorher schon wieder abschalten. Nein, Like da lassen. Kommentar da lassen. Und wenn ihr neu dabei seid, ruhig abonnieren klicken. Das tut euch nicht weh. Und dann verpasst ihr kein neues Video. Hör auf hier mit dem Nebel. Wieso? Ich habe Ja. nur die Lampe an. Ihr Komm. Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir den ganzen Kladderadatsch hier nochmal wieder ein bisschen verfeinern und hier weiterbauen. Macht's gut und tschüssi! Ja, danke fürs Zuschauen. Ciao.